Wie weit hinter mir die Gegner sind. Übel zwei hinten. Bäm. Neues Abzeichen freigestellt. Siegerkreis Silber. Schön. Erfolg. Liegen Sie insgesamt 80 Kilometer in Führung. 80 Kilometer? Ernsthaft? Hä, geht doch gar nicht. Oder insgesamt? Insgesamt? Ja. Achso. Achso, bei allen Strecken. Bei allen Dingen, die ich gefahren habe. Ja. Ich dachte auch gerade, hä, wie hier so viel? Also, wäre schon krank. Fast die kompletten ganzen Runden. Sie haben eine neue Fahrstufe. Profi. Glückwunsch. Sie haben die Geschichte des Motorsports abgeschlossen. Von den Anfängen als einfache Straßenrennen bis zu den technisch fortschrittlichsten Autos der Welt haben Sie den aufregendsten, dramatischsten und exklusivsten Sport überhaupt gemeistert. Mhm. Congratulations on completing the first stage of your career. This is just the beginning. There are more events to race, more medals to earn, more cars to unlock, and much more of the thrilling world of motorsport to explore. And make sure to head to the Spotlight series, where new and exciting events are released regularly. Medaillen. Ach, Rampenlicht kann ich jetzt fahren oder was? Licht. In der Serie Im Rampenlicht werden regelmäßig neue und aufregende Rennveranstaltungen veröffentlicht. Jede dieser Veranstaltungen ist eine Gelegenheit, ihre Autos und Strecken weiter zu erforschen. Zugleich können Sie Medaillen gewinnen, Ihre Fertigkeiten schulen und Ihre Karriere vorantreiben. Ja. Schauen Sie immer wieder vorbei, um neue Veranstaltungen zu entdecken. Veranstaltungen? Soll es sein, Einstellung. Lass ich mal auf die Straße Jonas wieder auf. Leben. Den hier. Einhorn. Selbe Strecke mit ein bisschen beiden Autos hier. Anschaltung, kenne ich die ja nicht mehr.
Mit dem Auto ist es natürlich irgendwie mega. Was meinst du? Bremst du jetzt eigentlich nur selber? Nee, ich bremse nicht selber. Aber ohne Ideallinie braucht man das. Die braucht man das also gar nicht. Naja, bei einem richtigen Autorennen ist ja irgendwie so, dass man die Strecke mehrmals fährt, dass man irgendwann mal kennt, wo man bremst. Dann geht das auch so, denke ich mal. Man weiß genau dort. Ich habe auch schon mal ein Spiel gehabt, wo es mit Handbremse, nicht automatisch quasi, Entscheidung. Und, ist dann echt bei jeder Bremse gehen exakt genau richtig gebremst. Da gab es keine Ideallinie bei dem Spiel. PlayStation 2 und so. Bin krank. Oh, da ist er. Du bremst echt runter, ne? Automatik und so. Das ist schon cool, aber. Manchmal ist es schon kacke, wenn da zu viel bremst. Ja. Aber zu wenig ist natürlich schon kacke. Wenn man bei mir und der Maus sieht. Oh, ich hab die erste überrunde ich fast gerade. Sonnenschein reicht.
War noch ein bisschen zu weit weg. Ui. Ah, die Punktzahl ist schon krank. Neues Auto freigeschaltet. Ui, Audi Sportteam. Irgendwas. BMW. Wie viel gibt's da noch? Drei. Kommen wir mal schon noch die. Oh, es gibt's nicht für Autos zur Auswahl. Ein Ford Focus. Ach nee, doch, Ford Focus ST. Abarth Punto Supersport und ein Mini John Cooper Works GP. Also den Abarth nehme ich schon mal nicht. Das ist nur noch der und der. Dann nehme ich den Mini, weil der hat besser hinter Handling drin. Fiat, ne, obwohl. Fiat? Wo was Fiat? Ja, der Abarth ist eigentlich Fiat. Echt? Echt? Fiat Punto. Kennt man ja eigentlich nur. Warum das Abarth heißt, vielleicht gibt es das Fiat nicht mehr. Der kann ja sein, dass es noch einen anderen gibt, der so Punto Eigner hat. Immer ein Cooper, der hat ein besseres Handling. Besser, genauso. Und mal starten, 9, Bremsen. Hat sogar besser Bremsen. Ja, wir machen Eigenwerbung. Wo auf dem Auto hier vor der Dings steht. So, Farbe, Fahrhilfen TLCS und STM ausmachen. Nee, die hören sich wichtig an. Ich glaube, die tun ja auch machen. Nee, die nicht. Denn auch wenn doch. Ja, die Bremsen, also die Unterstützung. Kann man mit denen so ungefähr klar vergleichen, glaube ich. So, auf der Strecke muss ich bleiben.